Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu New Style Boutique 2. So, meine Lieben, wir werden jetzt einfach mal das mit der Modenschau versuchen. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie genau ich mich stylen soll. Alle Plätze sind besetzt und die Leute können den Beginn der Show gar nicht erwarten. Alle zählen auf dich, also mach dich bereit. Shiva, endlich ist es soweit. Mein Herz pocht so laut. Okay, machen Sie sich bereit für die Bühne. Geben Sie alles, um das Publikum in Stimmung zu bringen. Style macht Spaß. Was wirst du heute tragen? Heißt das jetzt, dass es mir selbst überlassen ist, welchen Style ich haben möchte? Dann könnten wir vielleicht, welchen Style könnten wir da nehmen? Wir könnten hier einfach mal den Gothic-Style da nehmen. Und dann nehmen wir hier dieses Kleid. Das wird der Renner auf der Bühne werden, ey. Oder auch nicht. Eine Strumpfhose? Ich meine, das sieht man eh nicht, die Strümpfe. Aber das ist ja egal, ne? Wir nehmen dann natürlich noch hier die Schuhe zu. Ich glaube, ich nehme diese Schuhe wirklich. Sieht man ja auch nicht. Aber das sieht auf jeden Fall besser aus, denke ich. So, schwarze Handschuhe dazu. Da ist noch ein Muster mit drauf anscheinend. Dann natürlich noch eine Tasche. Ich glaube, ich nehme diese Tasche. Ich glaube, so ein Häschen wäre jetzt irgendwie bescheuert, oder? So, das hier vielleicht, die Kette. Warum nicht, ne? So. Wir könnten dann die Maske noch dazu tun. Das wäre so lustig. Das machen wir. Und dann so. Oh mein Gott, soll ich da noch jetzt eine Jacke darüber ziehen? Ach, das geht gar nicht. Okay. Ja, wir gehen einfach so. Nee, dann natürlich nur das Kleid. Normalerweise kann man so eine Jacke immer noch darüber ziehen, aber anscheinend geht das mit dem Kleid oder bei diesem Kleid halt nicht. Okay, ich würde sagen, wir lassen das so. Wir tragen das, was uns Spaß macht. Mal gucken, ob das dann okay ist. Mal gucken, welche Frisur da jetzt am besten zu passt. Ich habe ja zum Glück ganz viele Frisuren noch freigeschaltet. Oder zumindest habe ich ein paar noch gemacht. Der Zahn, das war der Zahnpasta-Trube da, das ist Gedöns. Was nehmen wir denn da jetzt am besten? Ich würde echt sagen, dass das hier vielleicht ganz gut passt. Und vielleicht dann sogar wirklich in Schwarz. Wir könnten ein paar Strähnchen reinmachen. So. So, und das Make-up, Rosengarten, Zauberapfel, grüner Garten, Künstlerfreiheit. Goldene Schleife. Ich glaube, ich würde das hier wirklich machen, Rosengarten. Ey, das wird so schief gehen mit dem Outfit, aber ich habe halt keinen blassen Schimmer, was ich machen soll. Wow, dieses Outfit vermittelt so ein unerschütterliches, erwachsenes Gefühl. So gewinnen Sie auf jeden Fall die Aufmerksamkeit des Publikums, Shiva. Ich glaube, ich bin gleich dran. Ein bisschen aufgeregt bin ich ja schon. Aber all die Leute da draußen warten nur auf mich. Okay, jetzt bin ich dran. Yeah, Momo rockt das Ding. Coco rockt das Ding. Ja, jeder hat seinen eigenen Style, ne? Den er gerade präsentiert. Momo halt das Mädchenhafte und so weiter. Wow, das Publikum flippt total aus. Also gut, jetzt sind sie dran. Mal sehen, ob sie die Menge noch mehr zum Kochen bringen können. Viel Glück. Na ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Oh Mann. Na, da bin ich echt mal gespannt. Ob das klappt. Ja, ich weiß es ja nicht. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen posen und Herzchen schmeißen und posen und Glitzer und so weiter und so fort. Und wir machen das ganz viel. Ich drücke einfach irgendwas.
Sehr schön. Und winken. Und diese Pose hier wieder. Und mit Sternchen und Glitzer. Und wieder winken. So, mal gucken, ob das was gebracht hat oder ob die Mondschau der absolute Reinfall war mit meinem Outfit hier. Wobei, ich finde mein Outfit nicht schlecht. Mir gefällt das Kleid vor allem. Gut, man hätte die Maske weglassen können, ne? Also, die war jetzt auch wirklich nur just for fun. So nach dem Motto, ja, dann erkennt mich keiner. So, mal gucken. Sehr schön. Da wurde ein Foto gemacht. Das wurde aber nicht von mir gemacht. Die Plakate in der Stadt wurden verändert. So. Cool, lebhaft, erwachsen. Oh. Ich habe da, glaube ich, noch gar nicht drauf geachtet. Noch nicht einmal. Ich wusste gar nicht, dass man da Sternchen kriegt. Ich habe immer da unten drauf geachtet. So von wegen, wow, unfassbar toll, wie großartig. Ich meine, ist das jetzt gut, die Sternebewertung, oder ist sie eher schlecht, ne? Ich würde sagen, die ist eher schlecht, ne? Naja. Puh, das war mit Sicherheit die beste Performance unserer bisherigen Karriere. All die Proben sollten ja auch schließlich fruchten. Eigentlich sollten wir von Mal zu Mal besser werden. Stimmt, das kommt schon alles noch. Ihr drei wart atemberaubend. Was für ein Auftritt. Hört mal, das Publikum applaudiert euch immer noch. Jetzt weiter im Programm. Models, seid ihr bereit? Na klar, bereiter geht's gar nicht. Kirsten, bist du etwa nervös? Nervös? Ich? Ach, Herzi, du musst uns nichts vormachen. Das ist doch in Ordnung. Siehst du, meine Knie schlottern auch. Wirklich? Ich hätte nicht gedacht, dass du jemals nervös bist. Wieso denn nicht? Stell dir doch einfach mal vor, du wärst ich. Ich glaube, keiner kann sich so recht vorstellen, wie es ist, du zu sein. So, jetzt entspannen wir uns alle mal. Beachtet das Publikum einfach nicht, sondern konzentriert euch auf euren natürlichen Gang. Da hat sie recht. Am wichtigsten ist es, dass wir selbst sind. Überraschenderweise hat sie wirklich recht. So, überraschenderweise hättest du auch weglassen können. Das Publikum ist bereit. Und was ist mit euch? Ich sehe schon, ihr habt alle fabelhaft tadellose Outfits an, dank unserer Shiva. Und nun will ich absolut reibungslose Auftritte da draußen sehen, keine Patzer. Das war jetzt nicht gerade die inspirierendste aller Ansprachen. Raus mit euch, Mädels, und gebt euch Mühe. Okay, es geht weiter. Stuff? Was heißt Stuff? Muss ich da was machen? Kann ich da was drücken? Habe ich es geschafft? Ist das Spiel vorbei? Ist das der Endscreen? Hallo? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Ich kriege hier gerade einen Endscreen. Ist das jetzt das Ende oder was? Ha. Ich bin gerade baff. Ich meine, ist das jetzt wirklich das? Das kann doch nicht das Ende gewesen sein, oder? Oder doch? Oder ist das das Ende? So, ja, wir haben es geschafft und sie alle modeln hier und alle sind begeistert. Und man hat ganz viele Kurven. Die haben ja nur Pappmännchen dahingestellt als Zuschauer. Oh Mann. Ja, also ich glaube, ich warte mal lieber, bis das da jetzt rum ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich plötzlich das Ende ist von dem Spiel. Wenn es doch so sein sollte, dann wäre natürlich dann auch das Projekt jetzt beendet. Weil ich werde das nicht bis zur Unendlichkeit Let's Playen, und ich wollte es ja bis zum Ende spielen. Wenn das jetzt wirklich und tatsächlich das Ende ist, dann kam das sehr überraschend, muss ich sagen. Sehr überraschend. Aber wir warten erstmal, ne? Nicht verzagen, erstmal warten. Also die Klamotten sind auf jeden Fall gleich schon mal da unten durchmarschiert. Wer weiß, was dann passiert. Kommen neue Klamotten, alles klar. Beziehungsweise Essen kommt jetzt. Tja, also das überrascht mich doch jetzt schon sehr. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt das offizielle Ende ist, oder doch? Ich dachte eigentlich, ich könnte noch meine eigene
Kollektion und sowas entwerfen. Ich dachte, man könnte noch seine eigene Mode machen. Hatte ich zumindest gelesen. Naja, wie gesagt, wir warten erstmal ab und gucken mal, was da so passiert jetzt. Das kann ja irgendwie nicht sein. Und wenn es dann doch so sein sollte, naja, dann müssen wir uns damit abfinden, dass das Projekt dann schon zu Ende ist. Aber das wäre ja krass, dass das so schnell kommt. Ich hätte gedacht, da kommen noch ein paar Modenschaus. Also 3 Stück finde ich ein bisschen wenig, aber okay. Vielleicht ist das ja doch das Ende. Ich meine, ich weiß, man kann das Spiel wahrscheinlich bis zur Unendlichkeit weiterspielen. Aber das wollte ich ja von Anfang an schon nicht. Ich hatte ja dann gesagt, wenn das Spiel ein Ende hat, dann werde ich das bis zum Ende spielen. Und wenn das Spiel kein Ende hat, dann werde ich spielen, bis es, bis ich keine Lust mehr drauf habe, sozusagen. Und ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Oh Mann, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht. Naja, wir warten mal eben. Ich meine, unsere Leute da sehen ja alle ganz nett aus. Jeder hat so seinen eigenen Stil, den er da präsentiert, ne? Also es gibt ja, glaube ich, wirklich nicht einen, der noch den gleichen Stil, glaube ich, hat, oder? Wo, ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, bei den Mädchenhaften. Mädchenhafte könnten vielleicht öfters da sein oder so. Aber ansonsten gibt es dann wirklich so den sportlichen Stil. Es gibt den exklusiven Stil und so weiter. Die laufen ganz schön lange, ne? Wie viele kommen denn da noch? Da ist die nächste. Also ihr Outfit habe ich aber nicht so schön gemacht, fällt mir jetzt gerade auf. Irgendwie passt das doch nicht so wirklich zu ihrem Gesicht mit der Brille und so. Es sieht ein bisschen doof aus, aber egal. Die Brille hätte ich mir sparen können. Ich glaube, ohne Brille wäre es besser gewesen. Aber ich glaube, ich hatte keine Ohrringe mehr und wollte irgendein Accessoire da noch haben. Aber naja, die Ankerkette passt ganz, ganz gut zu dem Kleid. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na, da bin ich ja echt mal gespannt, ob das jetzt wirklich das Ende ist. Und da kommt die nächste. Aber ihr Outfit finde ich immer noch cool. Auch wenn es doch willkürlich zusammengewürfelt ist. Das ist aber auch das Problem, man hat nie die passende Farbe. Wir hätten das Spiel so ein bisschen machen sollen wie bei Sims 3, dass man halt die Farbe auch noch ändern kann von dem Gegenstand oder von dem Oberteil, von der Hose und so weiter. Oder wie bei Sims 4 meinetwegen, dass man halt so ein paar Farben noch hat. Vor allem solche Hauptfarben wie Schwarz und Weiß. Voll die Hauptfarben. Nee, aber das sind halt so bei Mode, finde ich, ist das so die Hauptfarbe. Schwarz und Weiß, weil Schwarz passt immer zu allem, sagt man. Und Weiß kann man halt auch ganz oft kombinieren. Schwieriger wird es dann wirklich bei so richtigen Farben wie Blau, Türkis und so weiter. Das dann alles zu kombinieren, sodass es zueinander passt, ist dann schon ein bisschen schwieriger. Aber naja. Wie lange geht das denn jetzt noch? Ich will wissen, ob das jetzt tatsächlich das Ende war oder ob es noch weitergeht. Ich meine, wir gucken uns das hier die ganze Zeit an und fragen uns, geht's nun weiter? Geht's nicht weiter? Ist das Projekt nun vorbei oder nicht? Das ist die große Frage. Ist das Projekt nun vorbei oder nicht? Wenn wir das nur wüssten. Aber das scheint ja wirklich der Endscreen zu sein, ne? Ich glaube, sie ist auch die letzte im Bunde, oder? Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht gezählt. Ja, sie ist die letzte gewesen. Sehr gut. So, was passiert jetzt? Entweder sagen jetzt alle, boah, das war voll toll. Alle Mann aufgepasst. Ihr müsst alle zurück auf die Bühne, bitte, sodass wir ein Foto machen können. Okay, ein Foto gibt's auch noch. Wie cool. So, das Foto wurde erfolgreich. Thronsaal haben wir noch bekommen. Schlossboden. Ab sofort findest du unter anderem im Hauptmenü die Option Herrenmode. Dort kannst du den Männern ganz neue Outfits... Oh, cool. Ab sofort findest du unter anderem im Hauptmenü die Option Aussehen ändern. Dort kannst du das Aussehen deiner Spielfigur ändern. Aha.
Okay, es geht noch weiter. Oh Mann. Das war großartig. Die Zusatzrunde war genial. Das war eine gute Entscheidung. Danke, Shiva. Bleib weiterhin du selbst. Oder ist es doch vorbei? Ich gehe mal gucken, ob hier irgendwas ansteht jetzt. So, Thema wählen. Was für ein Thema soll die Show dieses Mal haben? Ach so, jetzt kann ich selbst wählen. Das heißt eigentlich, das Hauptspiel, würde ich jetzt mal schätzen, haben wir jetzt, denke ich mal, abgeschlossen. Aber ihr könnt mich da gerne nochmal berichtigen. Sommerromanze. Der Sommer ist zum Verlieben da. Zieh dein süßestes Outfit an und freu dich auf Schmetterlinge im Bauch. Yeah. Sag Bescheid, wenn du noch etwas benötigst. Okay, verkaufte Tickets. Mal gucken. Es strömen immer mehr Leute rein. Mach weiter so. Alles klar. Okay, also ich würde mal behaupten, dass eigentlich das Spiel wahrscheinlich jetzt zu Ende ist. Zumindest mit der Hauptstory würde ich mal schätzen. Und dass man halt jetzt noch bis zur Unendlichkeit hier eben Haare machen kann, Mode machen kann und so weiter und so fort. So, was konnten wir jetzt noch machen? Im Menü anderes oder so? Huch! Nein! Das wollte ich nicht. Schließen. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Oh, okay. Gott sei Dank, da ist es wieder. Huh! Okay, aber das Menü finde ich überhaupt nicht. Vielleicht ist das ja auch hier in meiner Wohnung oder so, in meinem Zimmer. Aber angeblich... Oh, Shiva, wow. Hier ist ja ganz schön viel... Oh, bin ich aus Versehen zur Villa gegangen. Ich habe allerdings schon Pläne, wie es hier noch belebter werden kann. Du hast dir doch bestimmt etwas mehr Platz gewünscht, um ein wenig mit der Innenausstattung herumzuspielen, was? Und du hast bestimmt mehr Möbel, als dir lieb ist, habe ich recht? Naja, was das angeht, ich habe beschlossen, die Villa zu vergrößern. Dazu werde ich einen neuen Flur hinzufügen, das heißt, dass dir 9 Zimmer zur Verfügung stehen werden. Das sind doch aufregende Neuigkeiten, oder? Die zusätzlichen Zimmer werden bereit sein, sobald du es auch bist. Also worauf wartest du noch? Auf, ans Dekorieren! Joa. Also wir können noch mehr Zimmer dekorieren. Toll. So, wo war denn jetzt? Hier war meine Wohnung. Ich bin aus Versehen zur Villa gegangen. Hier ist natürlich meine Wohnung. So, Modebuch, Make-up. Was war das jetzt nochmal? Ach so, nein. Und das? Wähle eine Währung. Ach so, okay. Aber hier ist auch nicht dieses Menü andere. Naja, ich gehe erstmal hier in meine Boutique und guck mal, was hier passiert. Shiva, du warst auf der Modenschau echt toll, genau. Hey, rate mal, was Ricky eben gesagt hat. Das errätst du nie. Er hat gesagt, dass die nächste Modenschau noch mehr Format haben wird. Und mit Adelheid hat Ricky ja echt gleich viel mehr Optionen. Wir können dann das Thema der Modenschau und das Aussehen der Bühne ändern. Hurra, jetzt kannst du die Modenschau organisieren, von der du schon immer geträumt hast, Shiva. Rede mit Ricky in der Kaschmir-Arena, wenn du Bühne oder Thema festlegen möchtest. Oh, und ich möchte dir noch was erzählen. Wir werden mehr Models auf dem Laufsteg haben. Ja, bis jetzt waren wir zu dritt, aber das wird sich bald ändern. Jetzt wollen wir mehr Mädchen bei den Modenschauen mitmachen. Es wird also mehr Models als nur uns geben. Wenn wir uns für ein Thema entschieden haben, kommen die Models zur Boutique, um ihre Kleider auszusuchen. Die werden sicher wunderschöne Outfits zum Thema einfallen, da bin ich mir ganz sicher. Bei so viel Konkurrenz habe ich auch gleich einen Grund, warum ich ein noch besseres Model werden sollte. Ist das nicht alles total aufregend? Oh ja, und wie? Immer weiter so mit der tollen Arbeit, Shiva. Okay. Ja gut, meine Lieben. Anscheinend ist unser Projekt hiermit dann doch noch nicht beendet. Wir können halt noch weiter Modenshows machen und ich habe auch immer noch Spaß an dem Projekt. Ich würde jetzt mal einfach grob schätzen. Ich denke, bis 100 Parts werde ich das auf jeden Fall noch machen. So, ein Thema gewählt haben wir eigentlich schon. Jedes Mädchen wünscht sich so ein süßes Outfit. So, dann werden wir mal die Bühne noch ändern. Ja, ändern. So, was haben wir denn da? Keine Ahnung.
Was ist denn das? Das sieht doch süß aus. Mit Tee und so. Eigentlich ist es auch egal. Wir könnten... Ja, ich glaube, ich nehme das hier. So. Haben wir die Bühne schön geändert. Sehr schön. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich erstmal und wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Ich weiß immer noch nicht, wie lange ich das Ganze noch machen werde. Mal gucken, wie lange wir noch Spaß daran haben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!